Ja, Café Saran. Wohlgemerkt, wir haben heute den Sonntag. Wunderbarstes Wetter. Man sollte meinen, das Geschäft sollte florieren, aber nein, man macht dazu. Tja, wie hast du es gesagt, Wöginger? Die Gastronomie floriert? Also das ist das beste Beispiel, dass du kein Schwurbler bist, gell? Ja, die ÖVB, die kann was. Jetzt hätte ich fast FPÖ gesagt. Wie könnte ich denn nur wagen, so etwas in den Kontext zu ziehen? Tja, ja. Okay, somit weiter in Irrsinn. Wie schaut es denn beim K&K aus? Wie floriert denn da die Gastronomie? Denn wie gesagt, nicht nur so Verkaufsläden passen den Video gut rein. Wie schaut's aus mit dem Geschäft an einem Sonntag zur besten Lage in unserer, ja, sehr stark besuchten Tourismuszone? Wohlgemerkt, wir haben es jetzt 13.30 Uhr, gell? Sowas aber auch. Ja, auf den Spuren des Wöginger. Die Gastgärten sind voll. Die Gastronomie floriert. Wie gesagt, es ist ja noch immer der Sonntag, 14 Uhr nachmittags. In unserer viel, viel besuchten Tourismusstadt, gell? So schauen Geschäftsleute aus, die glücklich sind, Wöginger. Da schaut's, der nächste Laden. Wo der Tourismus floriert, wo die Gäste auf den Tischen sitzen, speisen und trinken und sich des Lebens erfreuen, gell? Ja, ach Wöginger, du unser Heilsbringer. Bist ja unser Obergescheiter. Und hier schaut's aus. Tut sich auch nicht viel, gell? Ah ja. Was soll's, wer braucht schon Gastronomie? Man kann sich ja an die Salzach legen, an irgendeinen See, auf eine schöne Wiese, sich eine Flaschen mit Leitungswasser füllen und auch seinen Spaß haben. Der scheint auch. Das gute Geschäft am Sonntag sich nicht gönnen zu wollen. Naja, auch egal.